herzlich willkommen bei Red Dog Gamble und wir spielen wieder Deutschland versus Indonesien. Ich bin Deutschland, das ist Indonesien. Und wer wird gewinnen? Deutschland! Oh, Indonesien wieder. Okay, wir haben gerade, Lohn hat gesungen, sie hat gewonnen beim Singen. Wir haben gerade vorgestellt das Spiel, wie das ungefähr, also wie der Aufbau ist und wie das Spiel geht, das seht ihr jetzt. Lona hat den Chip, du darfst anfangen. Wir decken als erstes diese Karten auf. Oh, 3 Punkte. Auf Blau. Mist. Ich spiele kein Paradox. Ne, ich auch nicht. Weil die Punkte ganz schlecht sind. Ja, keine Vierernote. Das höchste ist eine 4. Du hast anfangen. Okay. Dann mache ich eine 5. Dann mache ich eine 3. Ich lege meine Karte auf durch, das heißt beendet. Du? Auch beendet. Okay, dann kommen wir zur Auswertung. 3 Punkte für Lona, ich habe 0. Deine Karte. Die kommt im Müll. Warte mal. Na, Ente. So, rein. 3 Punkte für mich, 2 für dich. Die bekomme ich. Also gib meine im Müll. Das ist mein. Kommt auch im Müll. So, ist. Kriege ich den Chip? Ja. Jetzt drehen wir die um. Jetzt zieht jeder wieder 2 Karten. Maximal wie viele Karten darf man in der Hand? So viel wie du willst. Achso. Nach jeder Runde darfst du immer 2 Karten ziehen. So. Und da ist eine 4 mit dabei. Der Todesblick. Ich spiele ein Paradox. Ich überlege. Nein, ich spiele kein Paradox. Bitte schön, wenn. Will jemand ein Paradox spielen? Ich muss fragen, weil ich den Chip habe. Will jemand ein Paradox spielen? Lona spielt ein Paradox. Okay, und los geht's. Ich fange an mit 7. Tatütata. 7. Tatütata. 14. Tatütata. Ich habe kein. 40. Scheiße, habe ich jetzt hier 14 Karten reingehauen, 14 Punkte und. Fertig. Okay, Lola kriegt die Karte. Paradox! Okay, Paradox. Oh, grün und blau wechseln. Zack, 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 zack. Also, ich krieg die Karte, Lola kriegt die Karte und die kriege ich auch. Das heißt, das weg, das weg und das weg. Bam, 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 bam. Und die Paradoxe ist weg. Lona kriegt den Startchip. 1, 2, 3, 4. Oh, Mist. Hm.
Man darf immer nur eine Paradox spielen. Ja, du eins, du. Nur eine Paradox. Also pro Person. Spielst du Paradox? Moment, da. Oh, nein. Nein? Jetzt Lona fängt an. Du hast mich gar nicht gefragt. Du bist. Hey, das geht doch nicht, das geht noch, doch nicht. Dann so. Ah, schön. Ah, schön. Fertig? Fertig! Also meine Punkte. Hä? Ich hab das 7. 5 und deine Punkte. Jetzt müssen wir kämpfen. Mhm. Gut, jetzt kommt kein. Eine gute Karte. Okay. Willst du eine Paradox spielen? Einen Moment, gerade. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hell, oder? Hey, was machst du da? Einstellen. Okay, ich will ein noch. Drei Stück nur noch. Oh, scheiße. Ich habe noch 4 Paradoxe. Ich spiele ein Paradox. Ich spiele auch ein Paradox. Will jemand ein Paradox spielen? Ich spiele Paradox, du spielst Paradox. Also ich fange an. Ich mache einmal 5 auf Blau. 5 auf Rot. Und 3 auf Grün. Ich habe keine Karte mehr, ich darf allein weiterspielen. Das geht doch nicht. Ja. Nix mehr? Nix. Okay. Meine Paradox ist Rot und Blau tauschen. Rot und Blau tauschen. Rot und Blau tauschen. Und deine Paradox ist. Machen wir gleich. Deine Paradox ist Grün und Rot tauschen. Ja. Ich muss halt Grün und Rot tauschen. Oder diese tauschen. Chelsea. Diese tauschen, ja? Aus. So, und jetzt schauen wir nach, wer was gewonnen hat. Chelsea. Ja, ist egal. Das hat Lona gewonnen. Das hat Lona gewonnen. Und das hat Lona gewonnen. Lona hat alle gewonnen. Wie viele Punkte waren das? 8? Ja, genau. Du bist der nächste Chef? Oh, ich wusste doch, jetzt kommen die ganzen 4er. Oh Mann! So. Hier raucht jemand. Ja, von unten. Die kann ich nicht ausspielen. Die kann ich nicht ausspielen. Die will ich nicht ausspielen. So. Okay, ich spiele ein Paradox. Ich spiele kein Paradox. Also du darfst anfangen. Du bist. Da haben wir die 5. Da haben wir die 3. Da habe ich die 7. Da habe ich die 2.
Du bist? Okay, ich bin auch fertig. Das ist... Hey, Paradox! Ich habe keine Paradox. Ich. Du hast keine Frau geschützt, Chris plus 3 auf Blau. Hättest du gar nicht ausspielen müssen. Nee. Du hast sowieso plus 3 auf Blau. Ja. Plus 6, ich habe 5. Ja. Also hast du jetzt 10 Punkte, ich habe 5. 1. 5, 8. Und das ist meine. Dum, 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 dum. Ich bin da. Kapitän. Wow. Da, 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 da. Und jetzt alles raushauen, was geht. Oh nein. Okay, ich spiele ein Paradox. Ich spiele auch ein Paradox. Okay. Okidoki. Du fängst an. Ich fange an mit 7 auf Rot. Sieben auf Grün. Ach Scheiße, da habe ich nur den hier. Hast nichts mehr? Oh, das ist gut für mich. 6. Machen wir den nochmal dahin. 6, 5, obwohl es ist ja paradox. Das habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen und. Tada! Und ich zeige mein Paradox. Ich kriege plus 3 auf Rot, weil ich Ratsch und Howard gespielt habe. Und Lona, okay, die hebt sich auf. Lona hat die beiden gespielt, ich habe auch die beiden gespielt, daher. Aber damit nicht rechnen. Plus 3. Meine. Und jetzt kommt das große Zusammenzählen. Wer hat gewonnen? Stefan? Oder Stefan? Ich denke, ich habe gewonnen. Du 26. Ja! Ich habe 2 Punkte verloren. Ich habe gewonnen. Da, 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 ich möchte jetzt weinen. Und das heißt, Deutschland hat gewonnen. Das ist jetzt das 4-5 oder 4-6? Na egal. Deutschland hat gewonnen. 5-1. So, und das war das schnelle Spiel. Big Bang Theorie, das Kartenspiel. Ich wollte nicht, dass du weit wegfliegen, deswegen habe ich nur locker gedrückt. Okay, danke fürs Zuschauen. See you later, Alligator. Ciao. Ciao.